Dieses Gaming-Video wird euch präsentiert von justnetwork.eu. So ihr Lieben, schön, dass ihr wieder dabei seid hier bei unserem Sims Let's Play. Und ich sitze endlich wieder hier, wo ich hingehöre. Also nicht neben Pape, sondern vor der Kamera, so richtig. Weil Tanja und Daniel sind zum Glück wieder da. Hallo. Zum Glück. Zeigt euch mal. Hallo, wie sieht es aus bei euch? Ja, wir sind wieder da. Gott sei Dank. Ja. Aber du bist nicht gemutet, Daniel. Nee, ich bin nicht mit. Wir haben ein Mikrofon in der Hand. Ja, Max. Sag du, was ist? Dass du das Mikrofon in der Hand hast, oder? Gut, sag was dazu, dass ich das Mikro in der Hand habe, Tanja. Das Mikrofon in der Hand kennen wir mich ja, ne? Also. Okay, ich schaue wieder zurück. Hallo. So, wenn wir jetzt Tadi hier haben, unsere RAN-Datenbank für Sims. Tadi, wir haben die Community dazu aufgerufen, uns sich selbst zu kreieren. Wir würden sie gerne in unsere Nachbarschaft ziehen lassen. Kannst du uns verklickern, wie wir das machen? Ja. Ich habe jetzt gerade das Haus gestartet. Moment. Ja. Kann man das auch drin machen oder müssen wir jetzt wieder raus? Ich glaube, ihr müsst wieder raus. Ja, wir müssen wieder in die Stadt. Weil du auch wieder so gierig bist. Ja, ich wollte. Sag mal, wie es ist. Wenn Daniel mir das Bild zeigen will, könnte ich auch sehen, wo ihr so hin müsst. Steht da irgendwas mit Hauptmenü? Welten verwalten vielleicht? Ja. Ja. Ich kann mich jetzt schon mal entschuldigen heute für meine stumme, vielleicht sehr ruhige Art heute. Ich war gestern unterwegs und das Ganze ist ein bisschen glitten. Ausgeartet, möchte ich sagen. Aber jetzt bin ich hier und man muss ja, ne? Also, peace out, Leute. Nee, ernsthaft. Don't drink and drive und so eine Scheiße, ne? Also, ich bin jetzt nicht Auto gefahren. Scheiße. Nur für dich heißt es nur don't drink. Ja, stimmt. Ja. So. And don't puke. Teddy. Hast du da oben den Button für Galerie? Damit. Galerie öffnen? Genau. Und kein Tada. So. Das Problem ist, ihr Lieben, Papa hat ab Freitag das Treffen der anonymen Alkoholiker und ich weiß nicht, ob er es dann in die Sendung schafft. Und jetzt klickst du da sortieren nach aktuell an. Und ich weiß nicht, also ich kann das gerade nicht sehen, aber ist da oben Maxis oder alle ausgewählt? Links? Alle. Okay, dann kannst du jetzt da wo Hashtag. Ah nee, Maxis ist ausgewählt. Okay, dann musst du alle auswählen. Alle. Und dann können wir Hashtag eingeben. Just Network. Genau. Nice. Aber die Leute sind echt kreativ, das muss man sagen. Das finde ich auch die so geil. Die kriegt's mich nice. Ja. Oh, können wir die Bilder auch mal ins Einzelne, die fünf. Ja, ich kann gar keine. Cues. Musst du einfach draufklicken. Hab warten. Ich. Oh. Ah, das ist ein Wir von Tadi erstellt. Aber die anderen haben auch gesagt, dass die Leute ich erstellt. Ich habe auch schon welche gesehen gehabt letzte Woche. Woran liegt das? Community? Haben sie das denn Just Network genannt? Objektname. Original. Hashtag. Habe ich doch gesagt, du sollst nach einem Hashtag nennen. Kannst du mal auf Tadi hören, bitte? Wirk! Just Network. Wirk! Wurk you? Just Network. Anschi, da haben wir ihn ja. Und hey, der sieht aus wie ich. Was soll die Scheiße? Vier Leute? So, hier, Silvia, du hast vorgeschlagen, der auf jeden Fall da rein los. Wie machen wir das jetzt, Tadi? Du musst ihn in das Bearbeiten-Menü laden. Oder einfach Haushalt in Nachbarschaft übernehmen? Ja. Jawohl. Oh, mir geht's nicht gut, ne? Und wohin? Jetzt kannst du jetzt aussuchen, wo den einziehen. Lass mich noch einfach hier einziehen, ins Mauerblümchenhügel. Alles klar. Ja, ne? Ja, klar, er ist halt. Gut. Gut. Und dann noch? Da war doch noch einer. Wir können auch uns da mal in die Nachbarschaft einziehen lassen, oder? Müssen wir das hier jetzt mal wieder auswählen? Ich glaube, Tadi? Ja. Alle? Ja. Und du musst auch wieder sortieren nach aktuell, weil sonst hast du irgendwie nicht alle da. Das drin. Macht er irgendwie. Oh, wir haben auch teilweise mit Häuser. Ich finde die fünf Schnitten, die wir vorhin haben, ein paar, aber die will ich auch haben. Und uns. Ja. Die Schnitten und uns. Hast du eigentlich das Network Villa freigegeben, Tadi? Nee, habe ich nicht. Leider nicht. Ja. Tadi, was ist da los? Wer ist denn Jansen? Ist das, weißt du, an wem mich der irgendwie auch so ein bisschen erinnert? An der dich. Typ, der ein Foto von uns gemacht hat. Mit dem wir ein Selfie haben auf der Gamescom. Ah, kann ja. Das können die sein vielleicht. Obwohl, der hat eine blonde Freundin, oder? Ich weiß das auch. Machen wir übernehmen. Familie Jansen wird jetzt bei uns einziehen. Willkommen. Die kriegen die Bruchbude, oder was? Hä, die ist richtig schön. Na gut. So. Gut, und jetzt noch wir. Und wir kriegen das große Ding da, wir fünf. Ja, aber da wohnt schon jemand. Na und, dann ziehen die halt aus. Nein, Mann. Doch, Mann. Aber da wir du kannst sie doch auch da hinten weiter einziehen. Eben, wir lassen uns
Hey, ich will was richtig Geiles für uns. Ja, hier mit Doppeletage. Nee, hier, ich will das weiße Haus da links. Links. Ja, nee, stopp. Da und das. Genau. Schattenvilla will ich. Das Just Network zieht in die Schattenvilla, liebe Community. Jetzt aber das muss schneller gehen. Ich habe so ein riesiges, riesiges Haus gebaut für die Just Network Crew. Ich hab's gesehen auf Twitter, ne? Ja. Geil. Das kostet 300.000 Simoleon. Warum hast du 300.000 Simoleon? Ich habe ja nur gebaut. Ich habe ja sie noch nicht einziehen lassen. Ah, okay. Man kann jetzt auch nur bauen, ohne Leute da einziehen zu lassen. Oh. So, dann noch wir. Welchen von beiden nehmen wir, Tali? Die linke Version. Die linke Version, das ist die Herbstversion mit Strumpfhoseln. Okay, die Herbstversion. Ich sehe grün aus, Tali. Ja. Grün. Grüne Hautfarbe. Ich habe keine grüne Hautfarbe, ich habe nur grünes Blut, grün-weißes Blut. Ja, wir können da nicht einziehen, das kostet, wir sind ja 148.000 im Minus. Wie? Ja, das ist zu... Müssen wir das bezahlen? Was denkst du denn? Nimm rechte Seite, das in der, unten in der Mitte, geht das? Nee, das ist nicht die Mitte, aber okay. Oh. Noch ein höher? Ein höheres Feld? Ja, und das, genau das, geht das? Rauswerfen? Einziehen. So, na warte, muss ich die erstmal rauswerfen? Ja, wirf sie raus. Wir brauchen die nicht. Ja, dann können wir aber das Haus nicht unten nehmen. Aber, ja, aber das ist zu teuer. Ich verstehe das nicht. Können wir sie nicht einfach... Müssen wir das? Also von unserem Budget? Kann man nicht einfach... Nicht unser, nee, das heißt nicht unser Franco Tortellini Budget, sondern das, die haben einen... Genau, man startet ja mit einem Startkapital. Das heißt, ein Startkapital. Was haltet ihr denn davon? Kann man sich nicht auch so Häuser runterladen? Vielleicht ist da ja ein... Und das ging nicht? Nee, ist auch zu teuer. Sicher? Ich bin mir ziemlich sicher, dass es zu teuer ist. Du bist trotzdem. Okay. Ja. 36. Mach mal unmöbliert. Ja, du, toll. Ja. Ja, obwohl, wir spielen die ja nicht, ne? Ja, die liegen ja noch am Boden. Wäre so cool, wenn wir die mal besuchen. Das wäre so lustig. Mach das doch einfach. Das ist doch lustig, Abi. Mach das einfach. Weil wir kommen bestimmt immer zu uns, ey. So, aber jetzt wollen wir rein. Ne? Jetzt wollen wir rein. Ihr Lieben, Oder habe ich irgendwas vergessen? Eigentlich nicht. Nee. Ich glaube nicht. Okay. Normalerweise würde ich jetzt dazu aufrufen, ihr Lieben, dass ihr uns weitere Kreationen von euch schickt, aber heute ist die letzte Session leider, weil die YouTube-Zahlen einfach ziemlich relativ bescheiden geworden sind, nach den anfangs wirklich guten Zahlen. Das heißt, wir werden jetzt noch eine Staffel aufzeichnen, danach ist eh Feierabend. Von daher, selbst wenn ihr es jetzt reinstellt, aber es hat uns sehr viel Spaß gemacht, deswegen geben wir heute nochmal so richtig Vollgas. Ja, heute gibt es nochmal... Ja, Pub ist fit. So, Paul, ich würde sagen, gleich mal Melanie zu mir schicken. Also zum. Ich würde sagen, wir zeigen erstmal Tanja und Daniel den aktuellsten Stand. Ja, okay. Das finde ich gut. Aufpassen. Das Geheimagenten-Ding da draußen finde ich auch übrigens immer noch sehr schön. Genau, wir haben hier einen Geheimagententisch. Was ist denn ein Geheimagenten-Tisch? Wir wissen, also benutzen konnten wir den. Franco ist ja aufgestiegen, ne? Der ist karrieremäßig ganz nach oben gestiegen. Genau, dann haben wir hier draußen einen Fitnessgarten. Was ist das? Ach, das ist ein Laufband. Genau, genau. Bonzo hat jetzt einen übelsten Gamer-Sessel. Ah. Ja, aber den hat er auch länger nötig gehabt schon. Und guck, und diese coole Figur hier. Die eine geile Aura hat. Die hat er irgendwo gefunden, oder? DJ Candy ist das. Ja, hat er irgendwo gefunden. Ja, und guck mal, man kann hier so die emotionale Aura, was sie bewirkt, habe ich immer noch keine Ahnung. Ja, aber die ist an. Genau, dann haben wir eine neue Dusche. Ja. Die sieht Business aus. Der ist auch ein bisschen Business. Und wir haben Goldfisch. Ein Goldfisch, der glaube ich schon verrottet ist, oder? Nee. Nein, Rudi heißt er übrigens. Ja, das war meine Idee. Den benennen, ja. Ja, klar. Geil, Rudi Goldfisch. Rudi. Goldfisch muss Rudi heißen. Und ja, wie man sieht. Ja, sie ist schwanger. Ist da noch nichts. Sind die Maps auch größer geworden, wenn sie schwanger ist? Ich hoffe. Oder haben wir die allgemein riesig groß gemacht? Wir haben sie riesig groß gemacht. Was ist das für eine Frage? Entschuldigung, hast recht. So. Ich weiß es nicht, war ich bei der ersten Session ja auch dabei. Ich würde mal sagen. Los geht's. Da liegt ein schmutziger Teller draußen. Draußen? Was? Wo? Liegt denn draußen ein schmutziger Teller? Wenn du rechts rumdrehst, ja, da, guck mal. Wir haben eine riesen, da habt ihr auch noch nicht gesehen, wir haben eine riesen Geburtstagsparty für Melanie gemacht und da waren echt viele Leute da, die echt Schlampen sind. Und in der Nacht hat sich Melanie bürsten lassen und ist jetzt schwanger. Ja. Das finde ich so cool. Das war auch super witzig. So. Ich werde Bon sofort mit. Du bist ein bisschen crazy, ne? Kann ich den Spiel schon runterladen und zu Hause weiterspielen? Ja. Ja, will ich vielleicht. Glaube ich, oder? Kann man das nicht irgendwie einrichten? Du kannst den Ordner kopieren und dann zu Hause einfügen.
Hauptsache. Wir haben gestern von einem Community-Mitglied auf Twitter eine Zeichnung, die hat er selber gemalt, hat er alle drei Charaktere gemalt und hochgeladen auf Twitter. Das ist großartig, aus so einem Comic-Stil. Ganz toll. Jetzt fällt mir der Name natürlich nicht ein. Ich und Namen ist sowieso so eine Sache. Ey, Papa, das Erste, was wir machen müssen, ist jetzt eine Karriere einschlagen. Weil wir haben das Feedback von der Community bekommen, dass wenn Bonzo streamen will, können, kann, muss, hätte, dann muss er ein Technikguru werden. Weißt du, was jetzt. Kotzt der oder was macht der? Nee, er macht die Toilette sauber. Wieso, Pabbel, weißt du, das hat mich an dem ganzen Let's Play sehr genervt. Warum macht Melanie das nicht? Die ist jetzt schwanger, die hat sowieso nicht einfach zu tun. Auch. Wow. Ja, sie unterhält sich auf Toilette. Ich würde sagen, du machst folgendes: während Bonzo putzt, schickst du Melanie mal zu Just Network WG. Unmöbliert. Einfach mal besuchen. Ja, klar. Bekannte einfach Häuser besuchen, ne? Hm? Ja. Ja, klar. Reisen. Oh, haben die sich? Ja, weil sie schwanger ist. Die braucht ein bisschen. Ja, braucht Liebe, meinst du? Aber hauptsache sind ihr Essen immer dabei. Ich bin schwanger, ich muss was essen. Vor allem ist sie einfach mal im Stehen. Hä, Franco, was machst du da? Er kann gerade sauber machen und kackt jetzt erstmal hinterher, ja? Aber wenn wir ehrlich sind, das ist Bonzo, ne? Aber mach irgendwas. Ich muss mich erstmal selbst orientieren. Wir haben jetzt nur 5, 6 Folgen, da muss was passieren. Ja, ich muss mich doch erstmal selbst orientieren. Ja, aber warum dauert das so lange? Bist du wieder besoffen oder immer noch? Außerdem, haben wir Rudi eigentlich schon überhaupt mal gefüttert, beziehungsweise müssen wir das überhaupt? Ich glaube, den kann man gar nicht füttern. Ins Inventar legen können wir immerhin. Und ihn umbenennen. Wenn man sie steht da und frisst, eindeutig, sie ist schwanger, ey. Apropos Inventar. Kannst du Hausaufgaben machen? Meister, sie ist jetzt. Sehr klasse, einfach Sachen irgendwo abstellen. So, Technikguru. Mach das zu Hause auch. Da, Technikguru. Das soll er machen, ja. Für Jens. Jetzt ist er Technikguru. So schnell geht das? Er beginnt am Dienstag um 10 Uhr. Geile Arbeitszeit. Und weißt du, wie es dann auch weitergeht, dass er streamen kann? Oder? Irgendwann kannst du das dann auswählen. Dann kannst du dich entscheiden, möchtest du jetzt die eine Richtung oder die andere Richtung. Achso, weil sie jetzt reisen will. Okay, cool. So, das heißt, wir können uns einfach daran gewöhnen, dass Bonzo arbeitet gleich, ne? Ja, okay. Ist hart. Aber wir gehen jetzt erstmal den grünen Menschen besuchen. Und mal gucken, was André so macht, ne? Und Tadi. Was Tadi und Daniel so machen. Hast du da auch die Beziehung schon? Kann man noch Techtelmechtel machen, auch wenn sie schwanger ist? Weil ich würde gerne mal Melanie flachlegen, wenn ich ehrlich bin. Ja, ich glaube schon. Ja, kannst du. Du willst dich jetzt. Aber ich glaube, sie mag dich nicht. Was denn? Klar mag die mich, ich bin eine 9,5. Also ich hab das richtig verstanden. Es war so. Ja, pass auf, wir haben eine Geburtstagsparty, die geschmissen hat. Ja. Ja. Da war dann ein. Da sind wir, wir stehen vor der Tür. Nein, du liegst vor der Tür. Ich mach Liegestützen, wie gut ist das denn? Ich bin so ein Tier. Tati, du hast mich richtig gut ausgewählt, ey. So. Da wird sie erstmal sich vor. Ey! Das ist Daniel, oder? An ihren Smartphones direkt. Das ist eine original Via. Ja, und ich mach Liegestützen und hol gleich mein Handy raus und mach ein Selfie von mir. Großartig. Hier, geh mal mit Melle zu mir, bitte. Los jetzt! Ich stell mich erstmal mal allen vor. Erstmal zu mir. Nein. Das Philipp, das sieht halt aus wie Philipp. Tati, hast du echt gut gemacht, ey. So, pass mal auf. Grob voll, ne? Aber Tati, wer ist denn die geile Rothaarige, die da steht? Du hast keine rote Haare. Hab ich. Ach, Leute. Hä? Ziemlich ungesunde Hautfarbe hat dieser junge Mann. Wow! Hallo, das ist Jasmin und deine Kettefarbe. Ja, stimmt. Hä? Ah, Philipp, erkennt man so. Ey, hier ist Jansen. Ach, nee, doch nicht. So, jetzt zu mir, Pape. Ja, versuche ich doch gerade. Dass ihr da nicht alleine hingeht, wundert mich. Ey, ich bin echt grün, ne? Ganz ehrlich. Aber geil, dass ich hier gestützt habe. Wo willst du denn, Jo? Nicht weglaufen, Alter. Warte doch mal hier. Nee, deine Hautfarbe grün ist, weil ich habe zum Beispiel die gleiche Hautfarbe wie du. Und bei mir ist das ja, du hast gerade das Minus gekriegt erstmal. Mach sie. Reden. Warum klopfe ich denn jetzt an der scheiß Tür? Es ist so schwachsinnig. Wer macht das so? Vor allem geil ist. Was passiert. Wir haben keine Möbel, das heißt, wir übernachten jetzt alle vor der Tür. Ja, das ist ich bin drin. Ist schon schön da, ne? Ja, wär toll, ne? Musst du alle arbeiten schicken, ist großartig. Ich kann deine Hände küssen. Ja, mach das. Nein. Doch, mach das. Mach von Herzen, mach mich an. Papa, mach mich an. Komm. Ich erzähl dir erstmal eine große Neuigkeit. Nein, du musst mir jetzt. Ich erzähl dir, dass ich schwanger bin. Ja, aber dann tönst du mich doch ab. Na, gucken wir mal. Oder motiviert mich das. Ding. Was? Los, Papa, mach mich klar, mach mich dass klar. Man Papa. Dann aber auch immer direkt in der. Ich sehe. Ah, sie guckt Philipp an, das will ich nicht, Mann. Nein, sie guckt ein bisschen zu mir. Guck mal, sie guckt zu mir. Hallo, André, mein Name. Geh endlich zu mir, Mann. Ja, geht sie doch gerade. Nee, doch nicht, sie hat sich einfach auch in die Runde gestellt. Könnte ich. Ey, ich finde diese Gruppentherapie-Unterhaltung hier, ne? Oh, guck mal, mit dir ist sie schon im Minus, Alter. Nein, Mann. Steve ist okay. Steve ist voll geil, los. So, Philipp ist glücklich. Papa, mach mich jetzt an. Versuch ich doch, aber da steckt sie die Dicke immer. Ja, dann nimm die Dicke doch so weggehen, Mann. Aber da kann ich mir nur freundlich vorstellen. Ich muss bei dir erstmal einen Polizisten. Oh, wie romantisch du bist, Papa, ey. Du hast mich gleich.
Immer diese Kackgruppentherapien hier. So, jetzt nur mit dir. Ja? Kommt die mir überhaupt so mal weg? Ihr habt keine Möbel. Aber so knackst du mich nicht. Ich sag dir, was ist. Du knackst mich so nicht. Guck mal, ich guck da nicht mal hin. Aber die Dicke kann man da mal wegräumen, oder? Soll ich sie ärgern? Ich kann mich nur nicht mit dir. Ey, man kommt automatisch hier in so ein Gruppengespräch. Geh mal hinter dich. Na guck mal, das hat mich schon mal eindruckt. Siehst du das? So, und jetzt? Guck mal, ich denk schon an sie. Nee, du sprichst über sie. Ja. Warum laufe ich denn jetzt weg? Ich hab's versucht, Meister. Warum kommen da irgendwelche Fremden dazu? Die sollen sich verpissen. Ja, aber von außen mit Herzen. Mit Herzchen. Ja. Schick. Hä, warte mal. Also wir müssen mal. Ach, Papa, du schreist mich einfach. Jetzt komm weg. Nein, warte, wir gehen. Nein, nicht weg. Warte doch mal. Nein! Lauf nicht weg! Kann man nicht irgendwie sagen. Krieg weiter. Komm mal zu mir? Herbeirufen heißt das. Ja, ne? Das kenn ich auch noch. Wo ist das? Eigentlich ist das immer so. Freundlich? Oh, was ist denn das denn für eine geile Sau? Das ist. Die hat. Papa, schau sie an! Ah, die kannst du ja nicht, scheiße. So, jetzt versuche ich mich mal mit dir zu unterhalten. Oh, oh! Bleib stehen, Baby! Nicht, nein, geh doch nicht an mir vorbei, Mann! Sie hat jetzt aber Geld. Ja, mit allem mal wieder. Du bist kreativ, aktiv und ein Geek. Und ein Geek. So, ja, jetzt will ich nur dir mal ein Kompliment über das Outfit machen. Ja, das Witzige ist, genau dieses Shirt hast du, glaube ich, gefühlt auch. Ja, willst du mich jetzt wissen, oder was? Kannst du mich einfach nach Baby machen fragen wieder? Ja, mach! Der hat die Zwillinge. Oh ja, das ist biologisch funktioniert. Ja, richtig. Fragen, ob ich Single ist. Das klappt bei mir. Damit knackt man mich. Bist du Single? Nee, hey, Baby. Das ist heilig. Ach, guck mal, ich gehe nicht aus dem Kopf. Sie denkt an mich. Klar, natürlich. Dass die Single ist. Stimmt nicht, aber im Spiel halt schon. So, und jetzt? Pass auf. Papa, mach mich klar. Gemein? Gartenbeleidigung. Nein. Ich erschrecke dich jetzt. Nein, warum erschreckst du mich? Weil ich will mal gucken, ob du dich wirklich erschreckst. Das ist halt Originalfilm, ne? Weil jetzt, guck mal, jetzt sind wir alleine. Oh, wir erschrecken! Oh, du freust dich ganz doll. Direkt mal Levelaufstieg, so. Soll ich mal deine Hände. Ja, Mama! Was ich nicht weiß, ist, dass ich gerade meinen Sack gekratzt habe. Guck mal! Wie finde ich das? Oh, nice! Nachdem ich nach Hause gehe, Schatz, guck mal, küsse meine Hände. Ja, aber was kommt, mach mich klar. Mach flirren! Ja! Ihr habt nicht mal ein Bett, Mann! Na und, dann gehen wir zu ihr! Ich wollte schon mal bauen, dieses Bett. Um Verabredung zu so, jetzt geht's um diesen. Ja, endlich! Ich mach Melanie klar, liebe Community! Melanie ist ganz schön. Aber du weißt, dass du. Du weißt. Was jetzt? Ja, wir reisen jetzt. Wohin? Weiß ich noch nach Hause. Ich möchte gerne im Bonsus nach Hause? Föhnen. Oh. Alter, endlich erfüllt sich mein Traum. Endlich kann ich Melanie klar machen. Endlich. Also jetzt lernst du Franco auch mal kennen. Oh, ein Traum. Ich mach mit allen dreien. Und ich glaube, Bonzo rülpst dir gleich ins Gesicht oder so. Meinst du? Ja, ich glaube schon. Ich glaube, Bonzo klatscht mir ab und sagt: Ey, ich gucke mal auf eure Streams. Sagt er bestimmt. Das kannst du natürlich haben. Ja. Das wäre witzig, wenn das gehen würde, so dass man sich berühmt stellen kann. Kann natürlich auch sein, dass er erst bei unseren Streams mitmacht und dann plötzlich eine eigene Streaming-Karriere startet. Kann natürlich sein. Ich finde, wir sollten jetzt mal einen Aufruf. Déjà-vu! Oh, ich bin da endlich! Ich finde, dass wir mal einen Aufruf starten sollten. Und irgendwer, der draußen, der aussieht wie Bonzo, soll mal bitte herkommen, sich genau die Outfits dazu anziehen. Ja, genau. Mega Preis. Wir suchen dich. Deutschland sucht den Super Bonzo. Das ist es. Kann man reinbitten? Ich würde gerne mal so ein Bonzo-Casting machen. Ja. Hundertprozentig. Das finde ich auch voll cool. Guck mal, wie aufregend ich bin. Ich habe schon voll den harten Sehnsucht. Achso, dass wir eine Verabredung haben. Ich meine, es ist klar, dass ich mir sofort in mich verliebt. Weil Tali auch relativ präzise natürlich war. Ne? Ich kann nicht mal knuddeln. Ja, ich glaube, das brauchst du mal. Ja, richtig. Ich brauche es jetzt nicht. Und weißt du, was jetzt kommt? Nein! Ist das jetzt knuddel mich? Also willst du jetzt hart geknuddelt werden oder willst du hart geknuddelt werden? Mann, ey, ich meine, Bonzo und so will ich auf jeden Fall noch kennenlernen, aber erstmal will ich mit Melle föhnen. Sie bitte dir auch mal eine Runde. Bonzo, endlich lerne ich Bonzo kennen. Das ist ein Traum, der Mama. Mensch, Bonzo. Du hast eine Hose gekriegt. Oh, ist das toll. Endlich, ich bin dabei. Guck mal, oh, wie ich schon voll die Ohren. Nice. Hauptsache, Bonzo steht einfach dabei. Was ist mit Ihnen? Hallo, Stevenio. Hallo, Stevenio.
Also ich rede über das Baby und über Windeln. Langweilig. Da ist er, der Dingschwinger, das ist er. Stimmt. Oh Mann. Weiß er, dass er der Vater ist? Ich weiß nicht. Habt ihr ihm gesagt, dass er der Vater ist? Kann man das sagen? Ich glaube schon. Jetzt, Papa, wir wollen jetzt mal nicht unser Ziel hier aus dem Augen verlieren. Scheiß auf den Typen, du weißt, was er erzählt. Beziehungsweise machen wir jetzt erstmal kurz mal eine Pause, weil wir werden erst in der nächsten Folge erfahren, ob Steve jetzt die Melle wegbügelt. Ja, das haben wir leider nicht gesehen, oder? Habe ich gerade uns gezeigt. Ah, oh, nicht schlimm. Melle muss ganz rapide. Nicht schlimm, wir machen hier einen Cut und dann geht's weiter in der nächsten Folge. Bis morgen. Ciao, ciao. Ciao.